Hallo Leute und damit willkommen zurück zu Let's Play Wizard 101. Ich nehme jetzt schon mal eine Folge auf und dann kommt nachher noch jemand dazu. Mein Hilferuf in den vergangenen Folgen hat Wirkung gezeigt und jemand möchte mir bei Morgante helfen. Ich will bloß schon mal ein bisschen weitermachen hier, damit wir dann schon mal vor dem Schattenpalast eventuell stehen. Dann geht das hier alles ein bisschen schneller. Deswegen legen wir jetzt mal hier direkt nahtlos los. Im Haus der Magie. Hier gibt es ja auch einige Dungeons, aber ich versuche das jetzt mal hier so schnell wie möglich abzuwickeln. Du darfst nicht hier sein. Derjenige hatte mir auch geschrieben, dass der Kampf, der davor kommt, oder der Dungeon, der davor kommt, also hier die Galerie, so heißt sie ja, schon echt knackig wird. Ja, ist er auch. Ich weiß auch nicht, ob wir die alleine schaffen. Das war bloß so ein Gedankengang, dass man die vielleicht noch hinkriegen könnte. Aber die ist schon echt schlimm. Also im Endeffekt ist das ein Dungeon mit mehreren Bosskämpfen. Da treffen wir dann halt nochmal diese ganzen Generäle von Morgante. Also hier den Geisterhund, die Santa Muerte, Barbo Bruktan. Immer in Zweierteams sozusagen. Und dann haben die noch Gehilfen, also kämpft man immer gegen 4 Gegner. Das ist halt schon schwierig. Und da bin ich schon froh, dann gleich ein bisschen Hilfe dabei zu haben. Ich hoffe, derjenige hat ein bisschen Zeit mitgebracht, weil ich keine Ahnung habe, wie lange das dauert. Aber dann werde ich höchstwahrscheinlich heute, also ich zumindest, bei den Folgen dauert es natürlich noch ein bisschen länger, aber ich für mich werde schon mal heute wahrscheinlich Chrysalis abschließen. Das ist doch mal ein Lichtblick. Boah, ich muss mal irgendwie meinen Schlafrhythmus wieder in den Griff kriegen. Das ist gerade echt nicht schön. Ich habe eine Schranktür da oben offen gelassen, sehe ich gerade. Egal. Das ist echt gerade nicht schön. Ich bin heute... Wann bin ich halt aufgestanden? Um 10. Ist okay. Dafür, dass ich Urlaub habe. Scheiß drauf. Dann war ich aber 4 Stunden später plötzlich so müde wieder, dass ich nochmal irgendwie so ein Nachmittagsschläfchen machen musste. Ich weiß auch nicht, irgendwie will mein Körper gerade nicht so, wie ich will. Naja. Kriege ich schon hin. Ist bloß ein bisschen blöd manchmal. Uns magst du besiegt haben. Doch wir sind die Schwächsten und Niedersten hier im Haus der Magier. Wie viele Dungeons gibt's denn hier? Wir haben hier unten 2. Dann haben wir bestimmt oben nochmal einen, oder? Ja. 1, 2, 3, 4 Dungeons sind es. Es geht eigentlich. Also jetzt noch 3. Das könnte man hinkriegen, je nachdem, was das jetzt halt ist. Wie viele Bosskämpfe es da gibt. Die Schwächsten, in der Tat. Nun, dann wenden wir uns etwas Stärkeren zu, ja? Vor dir liegt die Kammer der Gedanken. Es ist die Kammer der Täuschungen. Darin wirst du auf die Mantis-Tribute treffen, von denen Azelia gesprochen hat. Ah, die Mantis-Tribute, stimmt. Doch wisse, Ideen und Überzeugungen lassen sich nur schwer mit dem Zauberstab bekämpfen. Die sollen wir ja befreien. Umarmt den Schatten und den dunklen Kern, den ihr in euren Herzen das ist, glaube ich, auch einer von Morgantes Viechern da. Ihr cleverer seid als ein Tausendfüßer und entschlossener als ein Skorpion. Haltet an diesem Wissen fest. Umklammert es mit euren scharfen Klauen und macht euch bereit, der Schattenkönigin bis zum Letzten zu dienen. Ja, ich meine, Rucksack ist voll, ich weiß. Ah, wie ich sehe, haben wir Besuch. Zeigt mir, was ihr gelernt habt. Tötet den Zauberer! Du hast hier nichts verloren. Stirb im Namen des Magos! Und schon wieder ein Feuergegner, das war ja klar. Irgendwie kommen die ja hier nicht ohne aus. So, ja, den treffen wir, glaube ich, auch dann in der Galerie noch einmal, diesen Spinnenerzmagier. Ich glaube, mich daran zu erinnern, dass der dann gemeinsam mit diesem Lord Umbra kämpft. Ja, ich versuche mal ein bisschen Speedrun zu machen, dann schaffen wir in der Folge eventuell alle Dungeons im Haus der Magie. Das wird aber schwierig. Also wir sind jetzt bei 5 Minuten. Mal gucken, wie viel wir noch
im Rahmen der Folge schaffen. So, die könnte wieder ein Ifrit machen, deswegen fange ich erstmal mit einer Elementarklinge hier an. Bevor ich den Klingensturm einsetze. Kann der irgendwas Schlimmes machen? Eigentlich nicht. Also Tod ist super okay. Die Zeiten, wo diese Gegner hier diese Ninja-Schweine gespammt haben, die sind ja glücklicherweise vorbei. Also haben wir da nicht so viel zu befürchten. Feuer von oben brauche ich nicht nochmal. Die 40er haben wir hier, dann machen wir jetzt die 35er. Ah, noch kein Ifrit, aber nächste Runde hat die gute Frau schon wieder genug Pips. Jetzt kommt die Tausender-Heilung. In der letzten Folge hätte ich die mal ein bisschen dringender gebraucht. Aber was will man machen? Oh Leute, mein neuer Geschirrspüler kommt in 2 Tagen an, ne? Also wenn die Folge rauskommt... wenn die Folge rauskommt, dann ist er sogar schon da gewesen. Dann ist er schon in meiner Küche eingebaut. Das ist doch mal ein positiver Blick in die Zukunft. Ich freue mich so riesig auf dieses Teil. Ich habe keinen Bock mehr, das Zeug selber abzuwaschen. Oh Mann. Weg damit. Das brauchen wir noch. Zack. Bitte nicht. Ja, sehr gut. Kein Ifrit. Oh. Ja, gut. Also wir sind schon sehr defensiv irgendwie ausgerichtet, ne? Wir nehmen extrem wenig Schaden. Block haben wir auch noch ganz gut. Das Dumme ist halt, dass das dann mit zunehmendem Level immer weniger wird. Dieser Prozentsatz, den man da an Kritisch und an Blockrate hat. Leider. Mhm. Ja, bald ist hier die Herbstglücksrolle. Mal gucken, was da so drin sein wird. Bin ich mal gespannt. Vor allem bin ich gespannt auf das Juwel, was hier sein wird, ne? Weil die sind ja immer ganz cool. Bis jetzt ein sehr ruhiger Kampf. Der hat nicht mal Schattenmagie, sehe ich gerade. Seltsam. Hätte ich von ihm eigentlich erwartet. Oder war das doch nicht der Typ, von dem ich dachte, dass das ist? Also ich kann mich auf jeden Fall erinnern, dass irgendeiner von diesen Spinnen-Erzmagiern mit diesem Character-Model dabei waren in der Galerie. Aber der war Balance, wenn ich mich recht erinnere. Hm. Wir werden es ja sehen. Weit ist es ja nicht mehr. Aber irgendwie sowas wie das Haus der Magie hier, das hätte ich auch gerne mal als Schloss, wo man hier selber dekorieren könnte und so. Das wäre cool. Weil die Räume hier, die sehen schon cool aus. Das kann weg, das auch. Klingensturm. Ein Ifrit haben wir eigentlich gerade nichts zu befürchten. So, ja. Feuerkessel. Ich glaube, der hieß irgendwie anders. Das ist nicht der Typ. Ich glaube, der hieß irgendwie Erzmagier Loras oder irgendwie sowas in der Art. Aber der sah genauso aus vom Charaktermodell her. Bitte mach irgendwas, was deine Pips verbraucht. Ja, sehr gut, sehr gut. Werden wir einmal einen Feuergegner erleben, der uns nicht den Ifrit um die Ohren haut? Ich glaub's ja wohl kaum. Mhm. Komm, können wir eigentlich angreifen. Das sollte ausreichen. Noch ein Meteoriteneinschlag. Nochmal kritisch.
Dieses Haus hier ist so heftig. Da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. So, und? Ja, locker. Wir mögen geschlagen sein. Doch die Schattenkönigin wird niemals sterben. Strecke einen von uns nieder und zwei neue werden sich erheben. Nein, warte. Das gehört zu einer anderen Geschichte. Ich habe echt Angst, dass jetzt hier gleich wieder so ein Dungeon kommt, wo wir einen Bosskampf machen und dann spawnt direkt im Dungeon schon der nächste. Viele wollen nur hören, woran sie ohnehin schon glauben. Doch manche sind noch nicht völlig verloren. In der Metastasekammer wirst du Zeuge eines Akts unerschütterlichen Glaubens. Gehe ruhig hinein, aber mach dich auf einiges gefasst. Der vorletzte Dungeon im Haus der Magie, die Metastasekammer. Könnte sein, dass hier ein Bosskampf kommt oder vielleicht ein Straßenkampf. Das wäre natürlich richtig cool. Wenn du unter den Metastasebogen trittst, wirst du deinen alten Mantis-Namen abwerfen, um einen neuen, machtvollen Namen anzunehmen. Ach, schon wieder ein Feuergegner, Alter. Einen, der des Schattenwebers würdig ist, zu dem du dich wandelst. Hä? Verschwinde von hier. Das ist ein überaus sensibler Vorgang. Meine Stunde ist gekommen. Ich dich zerstöre. Das ist eine wunderbare Gelegenheit, diese Reaktion. Hä? Kosak, Schwarzherz, Balance. Ja. Und wir haben nur Müll gezogen. Toll. Och nee, der könnte ja einen Ra machen. Ja, jetzt haben wir eigentlich ein doppeltes Problem mit Ra und Ifrit. Der Kampf wird schon ein bisschen länger dauern wahrscheinlich. Ach, irgendwie... Ach komm, weg mit Feuer von oben. Bringt mir gerade nicht so wirklich was. Da bereite ich mich lieber vor. Wir haben es ja noch ein zweites Mal im Deck drin. Oh, ui. Und Neumischen haben wir ja auch noch. Was ich zwar immer wegschmeiße, aber wir haben es theoretisch. Mhm. 80er täuschen. Der kann weg. Feuerprisma machen wir schon mal drauf. Dann wäre das schon mal geklärt. Wow. Also die Balance-Gegner hier haben es irgendwie mit dem Mana-Brand, ne? Boah, die Mantis hier bereitet sich richtig krass vor. 45er. Täuschen erstmal. Wobei, das könnte jetzt sehr gefährlich werden. Wenn die Mantis uns kritisch trifft mit dem plus 40er Ding, dann wird's wehtun. Okay, es ist nur ein Meteoriteneinschlag. Und nicht mal kritisch. Ah. Es musste ja so kommen.
Früher oder später. Und da ist jemand online. So, warte mal. Die hier. Oh Mann, der hat die Dragonerrüstung komplett nahezu. Da bin ich ja schon ein bisschen neidisch. Dieses Bild bei dem Melden-Button. Gut, dann können wir den Klingensturm erstmal noch nicht machen. Und müssen erstmal warten, bis wir den Stabzauber nochmal haben. Da ist er auch schon. Sehr schön. Die plus 40er Klinge haben wir schon. Dann machen wir jetzt das hier. Soweit so gut. Jetzt muss es nur so dabei bleiben. Bräuchte da mal so eine Heilung. Aber es will gerade nicht. Es will nicht, das Polarfuchs. Ja, 900 Leben ist jetzt echt nicht so viel. Dann machen wir einfach Täuschen und greifen nächste Runde an, weil sonst wird es zu knapp. Wobei, die hat schon wieder 8 Pips, ne? Meine Fresse. Lass mich in Ruhe, verpatz oder so. Jawoll. Auf Kommando. Ja, jetzt mal ganz schnell hier den Feuerdrache, sonst ist hier Ende Gelände. Ich hatte auf kritisch gehofft, aber leider nicht. Oh, hat trotzdem sehr viel Schaden gemacht, 18.000. Ich soll die Schattenkönigin holen, Lichtbringer! Nun werden wir niemals erfahren, wer die Beste ist. Verflixt und zugesponnen. Zauberwirker, gibt es eine Möglichkeit, diese schreckliche Transformation rückgängig zu machen? Ja, die gibt es schon. Also nehme ich mal an. Haben wir ja schon mal gemacht. Da war es zwar eine Biene und keine Mantis, aber ich denke mal, das wird so ähnlich funktionieren. Jetzt bleibt eigentlich nur noch der Raum hier hinten. Da wird aber bestimmt nochmal ordentlich was abgehen. Es wird in der Folge bestimmt nichts mehr. Wir sollten uns beeilen. Du möchtest dieser armen, verlorenen Seele helfen. Vielleicht lässt sich ihre alte Form wiederherstellen. Doch dafür benötigst du ein starkes Gift, mit dem du sie auf ihren Kern, ihr Innerstes, reduzieren kannst. Kehre zum Palast der Scheren zurück. Och Mann, warum denn jetzt zum Palast der Scheren? Er ist vermutlich der stärkste aller Skorpionkrieger. Bezwinge ihn und entnimm seinem Stachel ein wenig von dem Gift, das sich darin befindet. Bring es mir. Und denke daran, Zauberer, das wäre ein sehr schlechter Zeitpunkt zum Sterben. Ja, da denkst du, du bist im Palast der Scheren fertig und dann wirst du auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Ach, warte mal, nee, wir müssen ja gar nicht hier lang, wir müssen ja einfach nur hier an der Seite einmal durch.
Was war denn da noch für ein Raum offen? Ich dachte, wir wären da überall drin gewesen. Oh, da ist eine Agave. Her damit. Guck dich mal. Ach, da oben. Ja, wow. Mag diese Räume, die sehen cool aus. Generell, wie gesagt, das Design vom Palast der Scheren und vom Haus der Magi ist sehr, sehr cool. Taumulus. Huch. Ja, toll. Ja gut, dann machen wir das in der nächsten Folge. Wahrscheinlich dann mit Unterstützung. Und dann gucken wir mal, wie viel Zeit derjenige mitgebracht hat. Und wie schnell wir hier durchkommen zur Schattenkönigin höchstpersönlich. An der Stelle bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuschauen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.